Zwei Dinge werden in den nächsten 90 Sekunden passieren. Wie bitte? Zunächst wird dieses Telefon da drüben klingeln. Und dann werden Sie auf dem Weg ins Gefängnis sein, und das in diesen Handschellen. Das ist ja wirklich eine überwältigende Prophezeiung, Mr. Reacher. Das wird Major Turner sein, von der 110. CID, der Militärpolizei in Alexandria, Virginia. Sie und Ihre Männer da draußen haben einen Fehler gemacht. Sie haben Straftaten auf US-Militärgelände begangen. Wovon reden Sie, Mann? Von der Entführung illegaler Einwanderer und ihrem Verkauf. Die Militärpolizei ist auf dem Weg hierher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie einfach töten. Es wird immer weiter klingeln. Sheriff Raymond Wood. Wer zur Hölle sind Sie? Der, den Sie nicht auf der Rechnung hatten. Ihr seid mir hereingefolgt. Das war ein Fehler. Und Sie dachten, wir beschatten die Ehefrau nicht. Das war ein Fehler. Mag wohl sein. Okay, wie soll das jetzt laufen? Wie wär's der Reihe nach? Und ich krieg einen Baseballschläger. Wo ist Turner? Was denn? Wenn Sie mich töten wollten, hätten Sie es längst gemacht. Noch wollen wir Sie nicht töten. Erst wenn Sie darum betteln. Und Sie werden betteln. Links oder rechts? Turner wird mich in 2 Minuten anrufen. Wenn ich nicht rangehe, wenn ich nicht antworte, ja, wenn ich auch nur gestresst klinge, dann wird sie abtauchen. Sie blöffen doch. Na dann los. Jetzt fragen Sie sich, wie Sie mich zum Reden bringen sollen, ohne dass sie es merkt. Sie können mich nicht foltern. Sie können mich nicht töten. Und Sie werden mich definitiv töten müssen. Geben Sie mir das Handy. Stopp! Werfen Sie es rüber. Wollen wir? Ich mag es nicht, verfolgt zu werden. Sie sind gut, Jack! Aber Sie zu töten wird wohl nicht ausreichen. Ich muss also mein Versprechen zurückziehen, der Kleinen nichts zu tun. Dazu wird es niemals kommen. Oh, doch, das wird es. Eines Tages, wenn sie von der Schule auf dem Weg nach Hause ist, oder unterwegs zu einem Date, oder wenn sie einfach mit ihren Freunden abhängt, dann werden sie nicht da sein, um sie zu beschützen. Ich breche Ihnen die Arme, ich breche Ihnen die Beine, ich breche Ihnen das Genick. Was Sie da hören, ist Vorfreude. Hey du, raus da mit dir! Na los, raus da, sofort! Netter Versuch, Jack. Ich werde Ihnen wehtun, wie Ihnen noch nie wehgetan wurde.
Haben Sie sie? Chartres Street, Lafitte Hotel. Liegt an der Frisur. Geht ihr Sicherheitsleute alle zum selben Friseur? Überprüfen. Nicht so gut. Benutzen Sie besser das hier.